Man kann sie nicht sehen, aber wohl deutlich riechen. Es geht um sogenannte Weichmacher. Das sind Stoffe, die Gummi strecken und geschmeidig machen. Diese Weichmacher sind hochgiftig, sie können Krebs erregen und das Erbgut schädigen. Der TÜV Rheinland hat jetzt in ganz normalen Läden Produkte gekauft und die getestet mit erschreckenden Ergebnissen. Unauffällig und anonym. Die Tester vom TÜV Rheinland auf Einkaufstour. In Baumärkten, im Handel und in Ein-Euro-Läden suchen sie nach hochgiftigen Substanzen in Gummiprodukten. Ein Schnelltest noch auf dem Parkplatz zeigt, Schraubenzieher, Hammergriffe, Gummirollen und Hupen sind mit krebserzeugenden PAKs belastet. Der Schnelltest zeigt uns, dass diese freiwilligen Orientierungswerte, die der Handel und Industrie sich gegeben hat bei PAKs, dass der deutlich überschritten ist. Das hell leuchtende sind PAKs, also polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die dann entstehen, wenn billige Teeröle bei der Herstellung der Gummierungen verwendet werden. Und PAKs, die kommen aus diesen Teerölen, die müssen nicht sein. Das sind Abfallstoffe, das sind einfach billige Lösungen, um Kautschuk geschmeidig zu machen. Und es gibt andere Stoffe, die sind sauber, die kosten eben nur ein bisschen mehr. Der Labortest zeigt, wer eine Stunde mit diesem Hammer gearbeitet hat, hat so viel von dem PAK Benzapyren aufgenommen, wie nach dem Genuss von 3500 Zigaretten. Wenn Benzapyren über die Haut in den menschlichen Körper eindringt, dann kann es beim Abbauprozess, also wenn der Körper beginnt, dieses Produkt wieder aus dem Körper rauszuholen, kann es zu Zwischenreaktionen kommen. Im schlimmsten Falle löst das Krebs am Menschen aus. Für Produkte, die länger als 30 Sekunden genutzt werden, wie Gummisandalen oder Werkzeuge, haben sich Handel und Industrie auf freiwillige Grenzwerte geeinigt. Auch für Produkte, die man kaum berührt. Doch leider werden die Grenzwerte oft überschritten. Solange es keinen gesetzlichen Grenzwert gibt, haben Behörden zurzeit kaum Möglichkeit, hochbelastete PAK-Produkte aus dem Handel zu entfernen. Verbraucher können sich auch selber schützen. PAK-belastete Produkte stinken nach Gummi und gehören in den Müll.